Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Ein berühmter Gast ist heute im Ottos Wohnzimmer, Professor Michael Schneider. Ich freue mich sehr, dass Sie da Zeit gefunden haben, so ganz kurz und ganz knapp zwischen zwei Konzerten. Ich weiß, dass Sie gestern in Halberstadt, in Wernigerode, in Blankenburg gespielt haben, heute Abend auch noch in Magdeburg und dazwischen noch Ottos Wohnzimmer. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich weiß, dass Sie eine ganz lange Verbindung mit Magdeburg, mit Telemann haben. Wie lange kennen Sie Magdeburg eigentlich? Ja, Magdeburg ist in der Tat die erste Stadt der ehemaligen DDR, die ich auch schon in den frühen 80er Jahren besucht habe. Also das Telemann-Zentrum hier, damals unter Leitung von Herrn Hobohm, war ja auch für uns ein Anlaufpunkt. Mhm. Und damals mit entsprechenden Besuchsscheinen war das etwas schwierig. Aber ich war schon zu dieser Zeit zum ersten Mal hier, damals noch in der Liebigstraße in nahe dem Hasselbachplatz und dann seit der Wende halt eigentlich regelmäßig, ich bin eigentlich jedes Jahr in Magdeburg. Insofern kenne ich diese Stadt eigentlich am besten aus den Städten der ehemaligen DDR. Natürlich, die Verbindung mit Telemann ist auch sehr naheliegend. Sie sind ein Barockspezialist sowieso und Sie leiten auch ein Orchester, La Stagione, genau, was auch weltweit berühmt ist. Und Sie sind auch sehr oft hier in Magdeburg aufgetreten. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass mich das Theater, ich weiß gar nicht genau wann das war, es ist schon fast 20 Jahre her bestimmt, gefragt hat seinerzeit für eine Opernproduktion. Und da habe ich das hiesige Opernorchester kennengelernt und mich mit denen regelrecht angefreundet, muss man sagen. Und das sind wirklich ganz liebe Musikerfreunde geworden, mit denen ich jedes Jahr spiele, also mit dem Rossini-Quartett zum Beispiel, dem Romanischen Sommer. Und wir sehen zu, dass wir jedes Jahr wenigstens ein Konzert zusammen machen. Und deshalb bin ich froh, dass es jetzt auch demnächst in Hamburg wieder zu einer Zusammenarbeit mit diesem Orchester kommt. Also das heißt, meine künstlerische Tätigkeit in Magdeburg ist nicht nur auf Gastspiele mit meinem eigenen Orchester begrenzt oder als Solist. Ne, am 2. April werden wir wieder im Gesellschaftshaus Sonntagsmusik gestalten, sondern auch eben mit dem hiesigen Klangkörper. Magdeburgische Philharmonie. Ja, mit der Magdeburgischen Philharmonie, genau. Und das ist wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit mit denen. Man sieht auch, ich durfte Sie letztes Jahr erleben, Opernhaus, bei der Preisverleihung, mit welcher Leidenschaft Sie spielen. Auch nicht nur dirigieren, sondern auch spielen. Wie schafft man das, so viel Freude, so viel Esprit zu sprühen? Und natürlich mit Telemann-Musik verbunden. Ja, das wäre sicher nicht nur bei Telemann so. Ich bin halt ein leidenschaftlicher Musiker. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber doch, Telemann-Musik ist für Sie wichtig. Ist für mich sehr wichtig, ja. Es ist einer der wichtigsten Komponisten in meiner Laufbahn, kann man sagen. Mhm. Als ich das erste Mal überhaupt öffentlich aufgetreten bin, mit 13 Jahren, mit einer Blockflöte, habe ich Telemanns Amolsuite gespielt. Und das war sozusagen eine Art Startschuss. Ja. Mhm. Und über dieses Instrument, für das Telemann ja wunderbare Sachen komponiert hat, war natürlich von vornherein schon ein gewisser Schwerpunkt gelegt. Aber als ich mein Ensemble, mein Kammermusikensemble gegründet habe, das auch bis heute noch mit mehr oder weniger denselben Leuten existiert, 1979, die Kamerata Köln, mit der wir sehr viel Telemann gemacht haben, sehr viel CDs und Konzerte. Und dann 1988 mit dem Orchester, also mit einem größeren Klang, ergaben sich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, eben die größeren Werke Telemanns, die Orchesterwerke, die Orchestersuiten, auch Oratorien, einzuspielen. Und das ist sozusagen eine Leidenschaft, die nicht aufhört, weil es gibt so viel Telemann und jedes neue Stück ist wieder eine neue Freude und man hat sofort Lust daran, an die Interpretation zu gehen. Sie kennen jetzt Magdeburg schon über 30 Jahre, kann man so sagen? Ja, kann man sagen. Ja. Ist noch dieselbe Stadt, erinnert sich, als Sie das erste Mal hier waren? Ja, ich erinnere mich noch sehr genau. Und, wie es heute aussieht, ja, wie die Leute anders ticken. Ist noch dieselbe Stadt wie damals? Also die Stadt hat sich wahnsinnig verändert. Also mein allererster Eindruck von Magdeburg war, ich war 1980 bis 83 in West-Berlin. An der Hochschule war meine erste Stelle, an der dortigen HDK, und bin fast jede Woche
hier durchgefahren und in Magdeburg hielt der Zug immer kurz vor der Grenze und da waren, das war immer sehr gelbes Licht und man sah den Dom entfernt, das war immer sehr mysteriös. Also eine sehr beklemmende Erinnerung eigentlich, das war meine allererste Erinnerung an Magdeburg, eigentlich jede Woche war das, also mein Pass ist noch voll mit diesen haben Sie den Tempel? Haben Sie den Pass? Ich habe den noch, ja. Also einer ist ganz voll und einer ist halb voll mit lauter Stempeln. Und dann, wie gesagt, die ersten Male und auch eben nach der Wende, die Stadt hat sich wahnsinnig verändert. Die Stadt jetzt als vor allen Dingen diese ganze Gegend um die Elbe herum und auch wenn man vom Bahnhof halt in die Stadt geht, die ganzen Center, also Allee Center, Ulrich Center, das sind alles ja Dinge, die ich habe gesehen, wie das sozusagen die Baugrube ausgehoben wurde und wie das so langsam gewachsen ist. Und ich fühle mich sehr wohl hier, muss ich sagen. Also ich finde das eine sehr angenehme Stadt. Und wenn man dann zum Beispiel auch hier so in der Ratswaage wohnt, mittendrin, das ist sehr schön. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich länger hier war für diese Opernproduktion, jeden Tag joggen gegangen bin, dann hier über den an der Elbe, dann hinten auch da die Richtung. An der Uni. Ja, wunderbar. Also das ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ja. Trotzdem, es war damals ein anderes Kulturverständnis und heute ist doch auch anderes Kulturverständnis, auch für Telemann-Musik, auch für allgemeine Hochkultur, für Barockmusik. Magdeburg war nicht immer mit Kultur verbunden. Ja. Es war damals auch eine Industriestadt, eine Arbeiterstadt und heute ist doch ein bisschen anders. Oder sehe ich falsch? Wie sehen Sie das? Das habe ich nicht so mitbekommen, diesen Wandel. Also ich habe halt meine Kontakte sind natürlich in erster Linie in der Kulturszene mit dem Theater bzw. mit dem Telemann-Zentrum. Und da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es ist alles viel prächtiger geworden natürlich. Aber auch das Gesellschaftshaus an sich als Auftrittsort ist anders geworden. Ja, das gab es ja damals noch nicht. Ich habe mitbekommen, als das noch eine Ruine oder Ruine war. Ja. Und dann allmählich. Und wir haben mit meinem Orchester das allererste Konzert im Schinkelsaal gespielt. Ah, ja. Da waren die Wände noch nass von der Farbe. Und man kann es vielleicht sogar so sehen, dass das Telemann-Zentrum hier in Magdeburg ist ja quasi ein DDR-Relikt, weil es an die Stadt angebunden ist, ein künstlerisch-wissenschaftliches Zentrum ist, das sich mit Telemann befasst. Das gibt es in westdeutschen Städten nicht. Da ist solche Forschung zum Beispiel immer an die Universitäten angegliedert. Dass hier eine Stadt sozusagen sich dem Erbe ihres Hauskomponisten verbunden fühlt und vom Kulturamt sozusagen, also verortet, da ein Zentrum schafft, das ist eine einzigartige Sache. Also man muss eben sagen, dankbar sein, dass das sozusagen noch erhalten ist. Und so weiter geführt wird auf diesem hohen Niveau mit Carsten Lange sieht man auch. Genau, das ist also wunderbar, wie er das macht. Und ich erinnere mich noch an die allerersten Mal, als ich hier war, gab es die alle auch schon. Ja, also Herr Nobo, und das waren damals ganz junge Mitarbeiter und die sind alle halt reingewachsen. Aber das ist so ein wunderbares Team da im Telemann-Zentrum, die sich ergänzen und jeder hat so seine speziellen Aufgaben. Aber so nach außen hin für uns ist das einfach ein Segen, dieses Institut, wo man immer anrufen kann, hinmelden kann, habt ihr diese Noten und könnt ihr, was ist mit diesem Stück, was machen wir denn da und so weiter. Also und eben auch diese Verbindung Wissenschaft und Kunst. Und das ist doch einmalig, kann man so sagen. Ich würde sagen, das ist einmalig. Ich kenne sowas sonst nicht mehr. Ich weiß, das Jahr 2000 Sie mit Magdeburg mehr verbunden hat, wenn ich richtig weiß. Sie haben einen Preis bekommen. Ja. Was war das für ein Gefühl? Was war das für wie soll ich das beschreiben? Haben Sie sich gefreut? Oder es war ein anderer Preis wie jeder andere? Nein, oder Sie haben doch eine besondere Beziehung mit Magdeburg. Natürlich, ich habe mich sehr gefreut, natürlich. Sehr, sehr gefreut. Und das ist so. Der diesjährige Preisträger, Burkhard Schmilgun von der Firma CPO, das ist ja quasi unser Produzent, bei dem ich den größten Teil meiner Aufnahmen auch gemacht habe. Und der hat mir gesagt, ja, er hätte letztes Jahr den Echo-Preis bekommen, vor 2 Jahren den Grammy.
Aber am meisten würde er sich freuen über den Telemann-Preis, einfach weil das ein ganz persönlicher Preis ist, der auch seine persönlichen Vorlieben sozusagen spiegelt. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist etwas, was, das ist nicht irgendwie was allgemeine Auszeichnung, sondern das sind... Obwohl der Grammy ist auch was Besonderes. Ja, aber er hat es auch so formuliert in seiner Rede und ihm glaube ich das auch. Das ist wirklich eine weil er ist auch ein glühender Telemann-Fan und deshalb haben wir ja auch die ganzen Produktionen mit ihm gemacht, weil da trifft sich das. Ne? Da kommt man zusammen und sagt, komm, er will das und wir wollen das. Und dann findet man auch einen Weg bei den oft sehr schwierigen halt, finanziellen Bedingungen. Ja, in diesem Jahr 2017 feiert auch die Welt und natürlich Magdeburg am meisten 250 Jahre Todestag und nicht irgendwie, sondern auch mit einer Veranstaltungsreihe, Telemania, eine Manie. Es geht um Telemann und Verrücktsein nach Telemann. Ja, ja. Sie sind auch ein kleiner Teil davon, ja, ja, natürlich, ja. Sie sind auch, Sie spielen mit. Wie finden Sie das? Ist das auch was, was andere Städte auch machen oder ist es doch einmalig wieder? Es ist wieder mal ziemlich einmalig. Natürlich, vor allen Dingen Hamburg hat sich auch seiner Tradition erinnert und die machen relativ viel. Meine Stadt, in der ich im Moment seit mittlerweile über 30 Jahren tätig bin, Frankfurt am Main, die haben das völlig verschlafen, die machen gar nichts. Mhm. Und wenn wir nicht von meinem Orchester aus initiativ geworden wären und eine Reihe von Konzerten in und um Frankfurt im Namen Telemanns zu organisieren, hätten die das völlig verschlafen. Das muss ich einfach so offen sagen. Insofern ist die Magdeburger Initiative, die ist irgendwie beispielhaft. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es mit Leipzig ist, ich glaube, da ist auch nicht so wahnsinnig viel von Seiten der Stadt und von Seiten der Kulturverantwortlichen. Deshalb denke ich, ist da auch Magdeburg ein Vorreiter. Telemann-Musik. Ist das beliebt? Wie erleben Sie das? Sie spielen überall in der Welt und Sie spielen viel Telemann. Wie wird das wahrgenommen? Ja, Telemann ist eine zwiespältige Sache. Mhm. Wir Musiker lieben Telemann und auch das Publikum liebt. Wenn man die Musik aufhört, es kommt immer wunderbar an bei dem Publikum. In der Literatur, in der Presse wird Telemann nach wie vor schlecht geredet. Ja, das ist aber die... Obwohl zu damaligen Zeiten war er wichtiger als Bach zum Beispiel. Er war der berühmteste Komponist Deutschlands, das ist völlig klar. Ja. Und nicht zuletzt Bach war jemand und Händel, die Telemann sehr, sehr geschätzt haben. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, den ich sehr interessant fand, von Christoph Wolf, dem Professor Christoph Wolf, der führende Bach-Forscher unserer Tage, kann man sagen, unter dem Motto der Telemann-Fan Bach. Und er hat nachgewiesen, wie viel Telemann Bach aufgeführt hat. Bach hat nämlich gar nicht so oft seine eigenen Werke aufgeführt, auch in seinen Collegia Musica, sondern hat viel mehr Telemann gespielt. Die waren auch gut befreundet. Die waren gut befreundet, die waren ja auch in der Telemann Familie. Telemann war auch der Patenonkel seines Sohnes. Genau. Das heißt, also, wenn jemand wie Johann Sebastian Bach diese Stücke so geschätzt hat, dass er sie eigenhändig abgeschrieben hat, wir haben einen Haufen von Autografen, Telemann-Partituren, die Johann Sebastian Bach abgeschrieben hat, das spricht doch Bände, denke ich. Und etliche von den Stücken sind dann auch mit einer Bachwerkverzeichnis zunächst ins Bachwerkverzeichnis eingegangen, weil man glaubte, das Stück sei von Bach. Und eine ganz pikante Geschichte ist ja die von dem Bach-Biograf Spitta, der glaubte, Bach gegen Telemann ausspielen zu müssen und zwei Kantaten über den gleichen Text verglichen hat und gesagt hat, das eine ist ein Meisterwerk, das andere ist ein schwaches Stück. Aber was er nicht wusste, dass das andere auch von Telemann war. Also insofern kämpft man natürlich immer, auch heute noch im Musikleben und in dem Feuilleton sozusagen gegen diese, ich mag dieses blöde Wort vom Vielschreiber einfach nicht mehr hören und ich nehme es auch nicht in den Mund in der Regel, weil es einfach dummes Zeug ist. Man kann es nicht anders sagen. Der größte Vielschreiber der Musikgeschichte war Franz Schubert. Ja.
Ja, er hat absolut in seinem kurzen Leben so viel Musik geschrieben, das hat ein amerikanisches Institut herausgefunden, dass man mit einer normalen Schreibgeschwindigkeit es nicht mal abschreiben kann in den gleichen Jahren, in der er es geschaffen hat. Man merkt, welches Genie. Und ich denke, Mozart steht ihm kaum nach. Also ich denke, Mozart und Mendelssohn, wenn man da mal rechnet, wie viel die geschrieben hat und das mal in Beziehung setzt zu dem, was Telemann in seinem ungewöhnlich langen Leben geschrieben hat, die sind sich, glaube ich, ziemlich ähnlich. Mhm. Also das ist kein Verdikt. Ein Vielschreiber, ein Komponist des 17. und 18. und Jahrhundert musste viel schreiben, sonst wäre er überhaupt nicht wahrgenommen. Nein, er musste auch einfach, ja, das war davon sein Beruf. Leben letztendlich auch. Und Alessandro Scarlatti ist sicher auch ein Komponist, der zu den größten Vielschreibern der Musik, aber auch einer zu den größten Komponisten gehört. Und ja, man könnte unendlich viel weitergehen. Deshalb sehen, wie mich das aufregt, diese solche blöden Sprüche. Ich muss es einfach mal so sagen. Aber trotzdem, Telemann-Musik ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Ist etwas Besonderes und ich finde, was mich am meisten an Telemann fasziniert und was ich auch vermittelt immer, ist, Telemann ist so ein moderner Komponist. Er war der offenste und europäischste im heutigen Wortsinne Komponist, der in alle Richtungen, in alle stilistischen Sprachen offenbar seiner Zeit, auch der sprach die auch Virtuosen. Er konnte sie, er war ein ungemein gebildeter und der hat auch niemals etwas unter seinem Niveau veröffentlicht. Ich kenne kein schlechtes Stück. Wir haben wirklich mittlerweile eine Gesamteinspielung aller Konzerte mit Bläsern von Telemann gemacht. Das sind mittlerweile 14 CDs, die auf dem Markt sind. Es kommen aber noch ein paar dazu. Und ich weiß, dass wir in Köln bei der Aufnahme waren, ein Oboenkonzert aufgenommen haben. Und wir haben uns als Musiker plötzlich, wir waren uns uneinig bei der Aufnahme. Nein, das geht so, nein, das geht so. Und wir haben fast Streit bekommen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, das ist doch ein schlechtes Stück. Ja, schlechtes Stück, ja. Das weiß man nicht, wie das gehen soll, weil es ein schlechtes Stück ist. Das Stück war noch nicht fertig aufgenommen. Am nächsten Tag traf ich Herrn Hirschmann, der führende Telemann-Forscher, Ordinarius in Halle an der Saale, an der Martin-Luther-Universität, und habe ihm erzählt, dass wir dieses Concerto aufgenommen hätten. Und, oh, nehmen Sie das bloß nicht auf, das ist doch gar nicht von Telemann. Ja. Das ist so typisch, dass dann, wenn man... Man stolpert darüber und merkt, dass man die üblichen Qualitätsmerkmale auch nicht findet. Und dann wir haben es dann wirklich ausgeschieden, weil er sagte, ich nenne jetzt keine Namen, das ist doch von. Okay. Aber herausgegeben war es unter dem Namen Telemann. Ich weiß, dass Sie ein neues Projekt haben. Wenn ich richtig informiert bin, gründet sich ein neues Orchester oder... Ja, Sie denken an die Aktivität der letzten Woche. Genau. Es war eine Idee, die ich zusammen mit Carsten Lange entwickelt habe, aber diesmal nicht vom Telemann-Team, sondern von der Melante-Stiftung. Also ganz genau. Auch eine Stiftung, die ja sich vor allen Dingen der auch pädagogischen Aspekten widmet, junge Leute zu fördern und junge Musiker zu stimulieren. Und da haben wir die Idee gehabt, mal die Tafelmusik von Telemann zu arbeiten, als ein exemplarisches Kompendium mit Kammermusik und Orchestermusik und so weiter. Und das war zunächst nur eine vage Idee, aber jetzt letzte Woche hat es stattgefunden und heute Abend ist das Abschlusskonzert dieser Woche. Und wir haben dem Kind einen Namen gegeben für das Konzert. Wir nennen es Capella Melante. Melante ist ein Anagramm. Das sind dieselben Buchstaben wie Telemann. Und er hat sich ja selbst so genannt. Deshalb heißt dieses Ensemble auch so. Ja, das hat sich enorm zusammengespielt in der Woche. Wir hatten ideale Bedingungen für die Arbeit. Wir haben im Kloster Michaelstein bei Blankenburg gearbeitet. Und jetzt einige Konzerte gemacht. Wir hatten eine ideale Zusammensetzung von Kursteilnehmern und von meinem Professorenkollegium. Wir waren zu viert insgesamt. Also das hat sich auf eine ganz glückliche Weise gefügt jetzt. Und wir schauen mal, ob das weitergeht, ob man eben diese Capella Melante über das heutige Konzert hinaus
fortsetzen wird. Auf jeden Fall wäre wieder mit Magdeburg zu verbinden. Es wäre, also die Grundidee. Das Beispiel hat wunderbar funktioniert. Ja. Wenn wir jetzt ähnliche Bedingungen in den kommenden Jahren wieder schaffen könnten, also ich glaube, alle, die jetzt dabei sind, wären gerne wieder dabei. Das glaube ich auch. Professor Schneider, Magdeburg wird sich bewerben als Kulturhauptstadt Europa im Jahr 2025. Wie sehen Sie das? Ja, ich denke, man muss sich da richtig positionieren und die Werte der Stadt rausstellen. Also ich kenne genügend Werte dieser Stadt, die dafür sprechen. Und davon wäre auch Telemann auch ein Baustein? Also wenn die Stadt Telemann nicht als wichtigen Baustein in diese Bewerbung nehmen, wäre sie ganz schlecht beraten. Also ich denke, Leipzig wird auch nicht ohne Johann Sebastian Bach auf die Matte treten und Halle würde ohne Händel sicher nicht antreten und wenn Magdeburg ohne Telemann antrete, das wäre töricht, denke ich. Aber sehen Sie Chancen, sehen Sie Potenzial da? Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, welche Kriterien letztlich dann dafür gelten. Das ist ja dann eine Frage der... Es gibt eine Art Wettbewerb dann, nicht? Man muss sich dann präsentieren. Genau, also, sind mehrere Städte in Deutschland, die sich... Ich weiß jetzt auch nicht, wer die Mitbewerber sein werden. Wissen Sie das schon? Bis jetzt ist Chemnitz, Dresden, Nürnberg und Mannheim, was man schon kennt. Ja, ja, das sind so die... Mein Dresden hat natürlich... Halle kokettiert auch damit. Dresden hat natürlich hat Riesenressourcen natürlich. Aber es geht auch darum, wie man sich zukünftig positioniert und was man aus der Erbe zukünftig umsetzen möchte und wie die Stadt sich verwandelt hat. Und da kann ich nur sagen, was ich mitbekommen habe, die Stadt hat sich unglaublich verwandelt, das Magdeburg. Und, wenn ich so richtig sehe. Ich drücke jedenfalls die Daumen, dass es klappt. Wenn ich so richtig sehe, Sie fühlen sich schon gut in Magdeburg. Ich fühle mich sehr wohl. Und sind Sie auch immer gerne. Sehr herzlich willkommen hier. Ja, ja. Und wir wissen, dass Sie auch mittlerweile auch ein guter Botschafter der Stadt sind, wenn Sie auch als Preisträger auftreten und auch natürlich mit Ihrer Musik die Herzen der Zuschauer mitnehmen und auch mit Telemann-Musik. Was folgt jetzt noch? Welche Pläne haben Sie zukünftig? Ja, also Capella Melante haben wir jetzt gehört, genau. Aber das soll jetzt nicht Schluss sein damit? Mein Hauptjob sozusagen, mein Hauptberuf ist meine Hochschultätigkeit. In Frankfurt am Main. Da ist allerdings, bahnt sich jetzt ein Ende an. In zwei Jahren werde ich pensioniert und dann wird noch ein neuer Abschnitt. Dann haben Sie viel Zeit. Ja, und ich habe jetzt schon, Gott sei Dank gibt es schon die ersten Engagements für Mitte 1919. Das heißt, also ich hoffe sehr, dass ich noch gesund bleibe und weiter Musik machen kann und eben auch noch sehr viel Telemann machen kann. Also das ist mein größter Wunsch. Ja, wir haben gehört, Café La Melante war jetzt ein Projekt. Ja. Gibt es ein Folgeprojekt trotzdem? Oder hoffen wir. Ich denke, man wird sich jetzt zusammensetzen. Heute Abend ist das Abschlusskonzert hier mit denjenigen, die das Ganze ermöglicht und finanziert haben. Mhm. Die Melante Stiftung, wir haben ja wie gesagt extern bislang geprobt. Wird vielleicht nochmal aufgenommen? Ja, der MDR ist ja auch beteiligt. Heute Morgen war bei der Probe auch schon das Fernsehen dabei. Also das Projekt als solches wird auch dokumentiert werden. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch keine Beschlüsse, aber wir hoffen, dass das irgendwie weitergeht. Ich würde dem Ganzen eine Zukunft geben. Ja. Ich habe es gehört, Sie kommen wieder nach Magdeburg. Sie werden schon definitiv, am 2. April, ja. Ja, aber nächstes Jahr auch zu der Telemann-Festspiele? Bis jetzt weiß ich es nicht. Aber ich bin mir zumindest werde ich mit Marco Reis und seinem Rossini-Quartett wieder irgendwas machen. Das ist sozusagen eine feste Tradition jedes Jahr. Er ist jetzt auch Intendant der Telemania sozusagen und hat auch viele Projekte initiiert. Ich habe eigentlich jedes Jahr in den Konzerten, auch in der Umgebung von Magdeburg mit ihm in den Kirchen gespielt. Das war immer eine wunderbare Sache. Haben Sie vielleicht für den Magdeburger einen Tipp, wie kann man die Telemann-Musik besser übersetzen für die Bevölkerung, die vielleicht mit Barockmusik nichts anfangen können? Wie würden Sie es machen? Ja, was ein bisschen schade ist, wenn ich das sagen darf, ist, dass in diesem Jahr, also dem Telemann-Jahr,
an keinem Opernhaus eine Telemann-Oper läuft, mhm. im Spielplan. Mhm. Also das wäre zum Beispiel etwas, es war immerhin ein prominenter Fürsprecher für Telemann und Telemanns Opern. Obwohl letztes Jahr war hier eine Telemann-Oper? Ja, aber dieses Jahr läuft nichts. Mhm. Und René Jacobs hat an der Berliner Staatsoper Emma und Egin hat gemacht. Und er ist ja auch ein großer Telemann-Fan, muss man sagen. Er hat die Walkers-Passion auch auf CD eingespielt und eben mehrere Opern schon gemacht von ihm. Und ja, er positioniert das ja auch ganz oben. Und das ist einfach schade. Man kann nicht in diesem Jahr sagen, jetzt schaue ich mir mal eine seiner Hauptopernwerke an, weil es nirgendwo läuft. Das wäre ein Hinweis, wo man vielleicht Zeichen setzen könnte. Wir haben ein bisschen recherchiert. Es gibt weltweit doch, in Sydney wird eine Oper aufgeführt, in New York wird eine Oper aufgeführt und auch in London wird eine. Aber in Deutschland leider. Deutschland gar nicht. Nein, aber es gibt viele, viele Veranstaltungen mit Telemann. Ja, ja. Telemann und Reformation. In diesem Jahr sind auch 500 Jahre Reformation. Telemann war auch ein wichtiger Botschafter der Reformationsmusik. Ich habe für Sie eine Kleinigkeit mitgebracht, weil Sie so kurzfristig bei uns Gast geworden sind in Ottos Wohnzimmer. Ich habe natürlich auch eine Telemann-Medaille, was wir jetzt ganz neu aufgelegt haben mit dem Telemann und die Konzerthalle im Kloster. Und natürlich auch 500 Jahre Reformation, was mit Luther und Magdeburg, viele verbinden Magdeburg nicht unbedingt mit Luther, aber Magdeburg war die erste Stadt, die überhaupt reformiert worden ist. Und nach seiner Rede hier ist die gesamte Stadt dann lutheranisch geworden. Und das war schon was Besonderes. Lieber Professor, Herr Professor, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg, erstmal heute Abend bei dem Konzert, aber auch mit Capella Melante. Ich finde, so ein spannendes Projekt muss eine Fortsetzung finden. Und ich hoffe, Sie kommen wieder hier in Magdeburg und auch hier in Ottos Wohnzimmer, wo Sie immer herzlich willkommen sind. Schön, dass Sie da Gerne waren. Gerne wieder einmal. Ja. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht Telemania 2017. 2017 ist ein wichtiges Jahr in Magdeburg und auch mit Telemann zu verbinden ist. Und Professor Michael Schneider war mein Gast heute in Ottos Wohnzimmer. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Besuchen Sie Telemania 2017. Es lohnt sich. Es ist immer was zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke Ihnen. Danke.